Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts lagen die großen Hersteller von Consumer-Computern noch im Wettstreit. Einer der großen Spieler war Commodore. Hatte dieses Haus bereits mit dem C64 Anfang der 80er Jahre einen bis heute unübertroffenen Verkaufsschlager unters Volk gebracht, benötigte es einen würdigen Nachfolger. Aus den eigenen Reihen von Commodore kam nicht viel Gescheites und so kam es, nach einem heftigen Battle mit Erzfeind Atari, zum Kauf der damals kleinen Firma mit dem Namen Amiga. Zunächst waren Commodore Amiga ein Überflieger auf der ganzen Linie. Vor allem der Amiga 500 lieferte für Commodore wieder hohe Verkaufszahlen. Doch gegen Mitte der 90er konsolidierte sich der Computermarkt praktisch von selbst. Commodore, einst ein Gigant unter den Computerherstellern und Pionier auf vielen Gebieten, ging 1994 durch grandioses Missmanagement vor die Hunde. Atari folgte kurz darauf und machte 1996 final dicht. Fortan war es klar, was der Konsument zu Hause hatte: einen IBM-kompatiblen PC mit einem Betriebssystem von Microsoft. Dieses Duo Infernale ließ alle anderen Software- und Hardwarehersteller links und rechts im Straßengraben liegen und recht schnell verwandelte sich die übrig gebliebenen Amiga-Krieger in versprengte und belächelte Freaks. Seit ein paar Jahren jedoch feiert der Amiga eine Renaissance. Retro ist in und so manch einer hat sich mit dem Amiga-Fieber infizieren lassen. Doch jetzt stellt sich die Frage, welchen Amiga soll ich mir zulegen? Welcher ist der richtige für mich? Schnell ist man bei eBay gelandet und staunt nicht schlecht, für wie viel Geld die alte Hardware gehandelt wird. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, erstmal in die Amiga-Welt hineinzuschnuppern, ohne großartig den Geldsack aufmachen zu müssen. Mit Emulatoren. In dieser Folge geht es um den wohl populärsten Amiga-Emulator für den Windows-PC, WinUAE. Mit diesem Stück Software lassen sich nahezu alle Amigas emulieren. Vom Ur-Amiga, dem 1000er, bis hin zum Flaggschiff, dem 4000er. Und sogar die kaum bekannt gewordenen Geräte CDTV und CD32 lassen sich emulieren. So kann sich jeder erstmal ein Bild davon machen, auf was er sich da einlassen möchte. Sei es der ehemalige 500er Besitzer, der mal wieder Workbench-Luft schnuppern möchte, oder der ewig neidische einstige C64-User, der schon immer mal einen Amiga 1200 haben wollte, oder aber auch jemand der jungen Generation, die außer PC und Windows gar nichts anderes mehr kennengelernt haben und nun ein wenig Computergeschichte erfahren wollen. Mit WinUAE und etwas Anleitung klappt das. Es ist der 11. August 2013. Ihr seht Folge 1 von Mix Yesterchips. Für die Verwendung von WinUAE benötigt man vier Dinge, die erstmal organisiert werden müssen. Tja, so ganz ohne Arbeit geht es hier halt eben auch nicht. Zum einen braucht ihr WinUAE selbst. Die aktuelle Version gibt es unter winuae.net und ist völlig kostenlos. Nummer 2 wäre Windows, wobei ich selbst von Windows 2000 bis Windows 7 getestet habe. Ob WinUAE mit Windows 8 läuft, kann ich nicht bestätigen. Drittens brauchen wir noch die sogenannten Kickstart-ROM-Dateien. In diesen Dateien sind die wesentlichen Bestandteile des Amiga-Betriebssystems integriert. In einem richtigen Amiga befinden sich diese Dateien in einem ROM-Chip, der sich auf der Hauptplatine des Amiga befindet. Jetzt gibt es da ein klitzekleines Problem, das wahrhaftig komisch klingt, aber leider eben auch so ist. Das Betriebssystem des Amiga ist nach wie vor geschützt und darf daher nicht beliebig kopiert werden. Eine legale Methode wäre der Kauf einer Amiga Forever CD bei Cluando. Hier dann bitte eine der teureren Versionen nehmen, um nicht nur die Version 1.3 des Amiga-Betriebssystems zu bekommen. Oder aber ihr seid noch in Besitz eures alten Amigas und kopiert euch mit Programmen wie etwa GrabKick, zu bekommen im aminet.net, den Inhalt der ROM-Datei in eine Datei, die ihr dann irgendwie noch auf den PC bekommen müsst.
Letzteres ist eigentlich Quatsch, denn wenn ihr einen Amiga schon habt, warum solltet ihr ihn dann emulieren wollen? Naja. Oder aber, ihr fragt mal Tante Google. Aber ihr müsst dabei zumindest ein schlechtes Gewissen haben. Als letzte Zutat zu unserem Emulationsbrei ist jetzt noch die Software nötig, die ihr ausführen wollt. Dabei können dies ADF, DMS oder HDF-Dateien sein. ADF und DMS sind Disketten-Images, also quasi Amiga-Disketten im Dateiformat. HDF-Dateien sind dann die schwereren Geschütze und beinhalten ganze Festplatten. Bei diesen Dateien gilt oftmals das gleiche wie bei den Kickstarts. Also wenn ihr die Originaldisketten habt, dann dürft ihr die Image-Dateien davon besitzen. Denn Sicherungskopien sind ja erlaubt und gerade bei Amiga ein Muss. Oder eben mal wieder bei Google reinschauen und das Gewissen dann noch mehr belasten. Gleich vorweg, nein, ich beantworte keine Fragen wie, wo kann ich mir Kickstarter-Dateien ziehen oder wo gibt es die ADF-Dateien zu Wing Commander. Ist nicht. Selbst suchen. Wenn ihr jetzt all diese Zutaten zusammen habt und WinUAE installiert ist, kann's endlich losgehen. Wenn ihr WinUAE nun das erste Mal startet, wird sich das Programm zunächst beschweren, da es keine Kickstart-ROM-Dateien gefunden hat. Damit es in Zukunft nicht mehr passiert, eine kleine Einrichtung, die jetzt einmal erfolgen muss, und dann habt ihr in Zukunft Ruhe. Wir gehen hier auf Path und können hier gleich in der ersten Zeile einstellen, in welchem Verzeichnis sich die ROM-Dateien befinden. Bei jedem Neustart von WinUAE wird das Programm in diesem Verzeichnis nachschauen, ob es dort neue ROM-Dateien gibt und diese automatisch dem Verzeichnis hinzufügen. Ja, um die Sache jetzt mal abzukürzen, gehen wir auf Quickstart, wählen das Modell 500 aus, was wir haben, einen Amiga 500 wollen wir emulieren, in dieser Konfiguration, wie er uns hier vorschlägt, 1.3 ROM, OCS, was das genau heißt, spielt jetzt zunächst mal keine Rolle, 512 KB Chip-RAM plus 512 KB Slow-RAM, hier hinten Most Common, das war also die Variante, die auch damals, als der Amiga 500 populär war, am meisten in den Haushalten und in den Büros zu finden war. Gut, damit jetzt noch was funktionieren könnte, müsste man eine Diskette einlegen oder eine Festplatte anschließen, alles natürlich virtuell. Das lassen wir jetzt erstmal, sondern starten einfach unseren Amiga, indem wir auf Start klicken. So, und mehr werden wir jetzt zunächst erstmal nicht zu Gesicht bekommen. Denn mehr kann der Amiga uns ohne Diskette oder Festplatte nicht anzeigen. Ja, und deshalb schauen wir uns diese hübsche Hand mit dieser noch hübscheren Diskette jetzt nicht viel länger an, sondern drücken die Funktionstaste F12, welche man jederzeit drücken kann, um die laufende Emulation zu unterbrechen. Und wir geben dem Amiga jetzt mal eine Diskette ins Laufwerk, damit er was arbeiten kann. Natürlich braucht man dafür vorher entsprechende ADF-Dateien, aber das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Jetzt nehmen wir mal eine Workbench, nehmen wir mal hier die Workbench 1.34, sagen öffnen und drücken OK. Und jetzt hat die Emulation erkannt, es wurde eine Diskette eingelegt und jetzt wird von dieser Diskette gebootet. Das Ganze geht jetzt hier etwas schneller, da ich in meiner Emulation eingestellt habe, dass das Diskettenlaufwerk turboschnell laufen soll. Für den Retro-Liebhaber wird die Originalladezeit mit Sicherheit erschwinglich sein. Das kann man entsprechend einstellen. Wie das funktioniert, zeige ich gleich. Aber jetzt warten wir gerade mal ab. Wir müssen gar nicht lang warten. Die Workbench ist jetzt fertig geladen. Und ja, wir sind jetzt im Prinzip bereit, um damit zu arbeiten. Ich drücke gerade nochmal F12, dann geht es wieder zurück in die Einstellungen. Und hier unten ist diese Einstellung, wo ich gesagt habe, Floppy Drive Emulation Speed. Und hier kann man dann sagen, okay, 100%, also Normalgeschwindigkeit. Steht auch hinten dran, dass das die kompatibelste Einstellung ist. Und dann kann ich sagen, okay, mach zweimal so schnell, viermal so schnell, 800 mal so schnell oder halt eben Turbo, so schnell wie es nur irgendwie geht.
könnte natürlich bei einigen ADF- oder DMS-Dateien dann sein, dass es hier Kompatibilitätsschwierigkeiten gibt. Die einen empfinden es als schön, die anderen als nervig. Man kann unter dem Menüpunkt Sound hier im unteren Bereich Floppy Drive Sound Emulation, ja, kann man hier einstellen. Das heißt, immer dann, wenn Zugriff auf eine Diskette erfolgt, wird auch ein entsprechender Diskettenlaufwerk-Sound ausgegeben. Ich für meinen Teil favorisiere die erste Einstellung No Sound, denn mit der Zeit nervt es wirklich tierisch. Aber zu Demonstrationszwecken schalte ich das Ding jetzt gerade mal an. Und dann kehren wir in die Emulation zurück, indem wir auf OK klicken. So, ja, und jetzt können wir uns hier drin in der Emulation frei bewegen, so als wäre es ein ganz normaler Amiga. Wir öffnen hier mal die Workbench-Diskette. Das Geräusch vom Diskettenlaufwerk ist jetzt natürlich sehr, sehr hektisch im Vergleich zum Original. Dran denken, die Turbo-Einstellung ist immer noch drin. Es lädt schneller und entsprechend läuft auch der Sound schneller. So, ja gut, jetzt kann man sich hier drin ein wenig umschauen. Zum Beispiel hier mal reingehen, Utilities. Was gibt's da Lustiges? Ja, die Programmchen, die man halt eben so kennt. Wir haben hier unseren klassischen Taschenrechner. Ja, das ist ja wohl das Mindeste, was ein Computer können sollte, rechnen. 5 plus 6 gleich 11, er rechnet sogar richtig, der helle Wahnsinn. Say, ja, auch ganz lustig, wir können ihn irgendetwas erzählen lassen. Hallo. Ja, sehr schön und sehr gut verständlich. Ja, dann haben wir hier noch die Uhrzeit und das übliche Repertoire, was die Workbench halt eben so mit sich bringt. Gut, viel näher will ich jetzt hier auf die Workbench nicht eingehen, sondern wir nehmen uns jetzt nochmal eine andere Diskette bzw. eine andere ADF-Datei zur Hand, um damit unser System zu starten. Dafür gehen wir wieder via F12 zurück in das Menü von WinUAE, gehen dann hier wieder auf die Floppy Drives und ersetzen die Diskette der Workbench gegen eine andere. Ja, jetzt war ich etwas schnell gewesen. Hier stand vorher noch drin die ADF-Datei der Workbench 1.34. Über Drücken des Knopfes hier hinten, Eject, schmeißt man quasi die Diskette aus dem Laufwerk raus. So, jetzt suche ich mir mal was anderes. Das Spiel Katakis. Das braucht keine Workbench, um zu funktionieren. Das trifft auf die meisten Spiele für den Amiga zu. Die funktionieren direkt. Ja, Diskettenwechsel ist erfolgt. Dann drücken wir mal auf Reset und schauen, was passiert. Spätestens jetzt dürfte für den Retro-Player klar sein, dass man mit WinUAE auch die alten Zockermanien wieder an den Tag holen konnte. Und damit wäre die Hauptfunktion von WinUAE schon hinreichend gezeigt. Viel mehr soll diese Software ja gar nicht machen, nämlich einen Amiga emulieren. Und die Hauptanwendungen haben wir gerade eben schon gemacht. Wenn man einen 500er hatte, ohne Festplatte, dann hat man das Ding von Diskette gestartet. Ja, und das haben wir gerade eben recht anschaulich gesehen, wie das funktioniert mit WinUAE. Jetzt schauen wir uns noch etwas genauer an, was wir hier noch alles einstellen können. Es ist jede Menge, ich werde nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen. Wichtig ist Folgendes: Das ist eine Emulation. Das bedeutet, ihr könnt nichts kaputt machen. Bevor ihr allerdings anfangt, mit ADF-Dateien herumzuhantieren, irgendetwas zu verstellen,
Macht es so wie früher, legt eine Sicherheitskopie davon an. Das ist das Beste und das Einfachste. Und ja, dann könnt ihr auch mal irgendwo daneben greifen. Ihr habt immer noch eine funktionierende Sicherheitskopie und besser ist das. So, schauen wir jetzt gerade nochmal hier in das Menü hinein. Vor allem unter Hardware haben wir einen Punkt namens CPU und FPU. Und hier können wir verschiedene Prozessortypen einstellen. Der Amiga 500, genauso wie der Amiga 1000 oder auch der Amiga 2000, hatten standardmäßig eine CPU drin, eine 68000. Ja, ich habe hier die Möglichkeit, auch wenn das jetzt hier gerade ausgegraut ist, das liegt an meinem Screenaufnahmeprogramm, kann ich hier verschiedene Prozessoren auswählen. Kann ich sagen, okay, ich möchte jetzt mal einen 68030 haben. Und hier unten könnte ich noch sagen, dass ich noch eine FPU mit drin haben möchte. Ja, hier hinten könnte man dann noch einstellen, was die Geschwindigkeit der CPU sein soll. Hier unten gleicht er das jetzt ab mit einem Amiga 500. Das heißt, er hätte eine Taktrate von etwa 7 MHz. Ich kann aber auch sagen, okay, ich mache hier mal ein Custom und gebe dem Ding eine Taktrate von 50 MHz. Kann man frei einstellen. Chipset, ja, das alte Chipset des Amiga, das OCS, könnte ich hier auswählen. Er bringt mir auch eine kleine Hilfe dazu, dass man sieht, okay, beim A1000 oder beim A500 war es meistens ein OCS-Chipsatz. Dann kann man noch hier über ECS, also den Nachfolger des OCS, gehen, bis hin zu AGA, der Chipsatz, der im Amiga 1200, 4000 und im CD32 verwendet worden ist. Den nehme ich jetzt gerade mal, so wie es ist. Den Rest lasse ich, wie es ist. Soll mich jetzt heute nicht weiter stören. Advanced Chipset, lassen wir mal die Finger davon, brauchen wir nicht. ROM, ja, ROM genehmige ich mir jetzt mal ein bisschen ein neueres ROM. Hier das 3.1 zum Beispiel. RAM könnte man auch etwas mehr haben. Bauen wir mal den Chip-RAM hier auf 2 MB. Das war das Maximum, was es in Amigas überhaupt gibt. Hier in der Emulation kann ich bis zu 8 MB Chipmem machen. Ja, das ist zum Spielen vielleicht lustig, aber entspricht nicht der Realität, was ich ja auch als Hardware zur Verfügung habe. Die verschiedenen RAM-Arten, die man hier einstellen kann, ist dann davon abhängig, welche Maschine man laufen lassen möchte. Ich ziehe jetzt mal hier FastRAM ein bisschen hoch, gebe mit der Maschine mal 4 MB FastRAM. Bei Floppy Drives, nö, da soll jetzt mal nichts drin sein. Und jetzt zu Demonstrationszwecken, weil es so schön ist, nehmen wir mal eine HDF-Datei, nämlich eine Image-Datei einer Amiga-Festplatte. Hier kann man nun unter den Hardfile-Settings und der Path auswählen, welche HDF-Datei man verwenden möchte. Klicken wir hier hinten drauf, ganz normaler Explorer geht dann auf. Hier kann ich dann die zu verwendende HDF-Datei heraussuchen. Ich habe hier eine, die ist schon ein bisschen vorbereitet. Es ist eine Workbench-Version 3.1, die mit einem Classic-Workbench-Installation aufgewertet worden ist. Die wählen wir jetzt mal aus. Diese Häkchen hier oben lassen wir drin. Read-Write ist klar. Wenn ich die rausnehme, dann kann ich da keine Einstellungen verändern, dann später in der Workbench, ich kann nichts speichern und ja, dann wäre das Ding zwar geschützt, aber ich kann damit nicht viel anfangen. Bootable sollte auf jeden Fall auch angehakt sein, wenn es die Festplatte ist, von der ich booten will. Gut, der Rest bleibt jetzt erstmal genauso, wie es ist. Okay, und wir drücken auf Start. Und wir sehen, es geht natürlich bedeutend schneller, von der Festplatte zu starten, als von der Floppy Disk zu starten. Jetzt gibt es da noch eine Kleinigkeit, die mit Sicherheit hochinteressant sein dürfte. Wer einen echten Amiga hat, der hat oftmals das Problem, dass er die Software vielleicht nur noch im Image-Format herumliegen hat. Die Disketten sind mittlerweile auch in die Jahre gekommen, also sehr auf sie verlassen kann man sich wohl auch nicht mehr. Und ja, da kommt WinUAE sehr gelegen, denn mit WinUAE kann man sich ein System erstmal so einrichten, am PC, in der Emulation,
wie man es gerne hätte. Und dann kann man später hergehen, wenn alles so läuft, wie es sein soll, das Ganze speichern als HDF-Datei. So hat man immer ein wiederherstellbares System, sollte mal was schief gehen. Und man kann dann diese HDF-Datei nehmen und zum Beispiel auf eine Festplatte transferieren und diese dann in einen Amiga einbauen. Und der startet dann davon. Das ist einer der großen Vorteile von WinUAE. Allerdings, dafür brauchen wir eine eigene Sendung, sonst wird es hier zu lang. Und damit ist die erste Folge der Yesterchips beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freut es mich. Wenn nein, ist mir auch egal. Und ich hoffe, ich konnte euch WinUAE ein wenig näher bringen. Ladet es euch herunter, experimentiert damit, probiert es aus, schaut euch die Amiga-Welt an, emuliert Amigas, die ihr schon immer mal haben wolltet, euch nie leisten konntet. Ja, oder wenn ihr Neueinsteiger seid, schaut mal, was es da alles so zu entdecken gibt. Ich freue mich aufs nächste Mal und tschüss, euer Mick.